Hallo liebe Lego-Freunde, ich bin Holger, der Austrian Brick Fan aus dem schönen Kärnten in Österreich und heute Lego City, Set Nummer 60428, der Weltraummech. 140 Teile für 9,99 Euro. Ein Set von mehreren Lego City Space Sets, die Anfang Januar 2024 auf den Markt kommen. Und generell scheint das Thema Space in Jahr 2024 bei Lego eine große Rolle zu spielen, so kommen doch themenübergreifend einige Space Sets raus. Friends, Dreams, Technik, City wohlgemerkt, Creator. Vielleicht kommt da im Laufe des Jahres noch mehr. Ich bin sehr gespannt. Schauen wir uns aber jetzt dieses Set hier an. Wir haben eine Minifigur. Hier haben wir sie. Die hat einen Helm auf. Wir haben kein Wendegesicht. Wir haben aber hier diese, ja, dieses Mini-Figuren-Accessory-Teil. Weste. Ich würde es als Weste bezeichnen, mit hinten Noppen drauf, wo man irgendwas befestigen kann. Sehr detailliertes Printing. Auch hier unten auf den Zehen, würde ich jetzt fast sagen. Finde ich ziemlich cool. Space-Logo ist da auch mit drauf. Ihr seht es das. Da. Dann haben wir dieses kleine Rover-Fahrzeug. Roboter mit Bohrarmen, die wir so rauf und runter bewegen können. Die obere Konstruktion können wir allerdings nicht drehen. Da hinten ist ein Batteriesymbol drauf, also das ist ein akkubetriebenes Teil. Dann haben wir hier noch diese kleine Landschaftskonstruktion mit Kristallen. Und wir haben diesen Mech, der auch batteriebetrieben scheint. Hier oben wieder zwei Batterien. Genau das gleiche wie bei dem kleinen Rover. Und bei dem können wir halt eben diverse Sachen bewegen. Den Füßen, wir können es an den Hüften bewegen und unten an den Knöcheln. Knie haben wir keine, dafür ist der Mech wahrscheinlich einfach auch zu klein. Bei den Armen ist es ähnlich, Ellenbogen haben wir keine. Und wir haben an beiden Armen unterschiedliche Hilfsmittel. Ups, jetzt habe ich schon abgemacht hier. Wir haben hier auf der rechten Seite so ein Greifertool und auf der anderen Seite so einen Hammer. Zum Rohstoffe abbauen, wahrscheinlich auf dem fremden Planeten. Und wir können das hochklappen und können dann die Minifigur da drauf setzen. Und dann können wir hier das Ganze noch nach hinten klappen. Allerdings ist das, glaube ich, nicht gedacht als Funktion, sondern es ist eher konstruktionsbedingt. So, das war's zur Funktionalität von dem Set. Ich habe euch alles gezeigt, was dabei ist. Schauen wir uns noch kurz die Anleitung an. Hier ist sie. Es gibt keine nummerierten Tüten in dem Fall. Bei 140 Teilen ist das auch nicht wirklich notwendig. Anleitung im gewohnten Stil. Es sind vier Aufkleber dabei. Hier alles die gleichen. Diese schwarz-weiß gestreiften kleinen Aufkleber. Vier Stück, wie gesagt, insgesamt. Teileliste. Und hier haben wir noch eine Gesamtabbildung von allen City Space Sets, die jetzt dann zeitgleich auf den Markt kommen. Schauen wir uns noch die Box an. Rückseite. Und ja, dann sind wir auch schon durch mit diesem kleinen süßen Set. Ich hoffe, ich habe euch das etwas näher bringen können. Das war's von mir zu dem Set. Bis zum nächsten Mal, euer Holger.